So, willkommen zurück zu Let's Play Beyond Two Souls, das große Finale eines beeindruckenden Spiels. Wir steuern Aiden und brauchen Hilfe. Und Nick? 3 Monate frei, an einem Strand auf einer exotischen Insel bestimmt. Diese Bastarde! Ich höre Ryan, aber ich sehe ihn nicht. Ich höre auch Cole. Hey, ich habe noch ein paar E-Mails, die erst raus sollen. Das müsste ich erst erledigen. Bevor wir den probieren. Kein Problem. Okay. Okay. Freund, Ryan, wir brauchen deine Hilfe. Cole! Kommt. Jungs. Irgendwie was umschmeißt oder so. Sind hier Existenzen im Labor? Um Gottes Willen, nein. Die bleiben schön hinter dem Eindämmungsfeld. Ich hoffe. Aiden? Bist du es, Aiden? Das ist echt nicht witzig. Was ist los, Aiden? Wo ist Jody? Okay, sie haben es kapiert. Führ uns zu Jody, Aiden. Zeig uns den Weg. Okay, los geht's. Gut, und jetzt? Hier lang. Hoffentlich klappt das. Kommt her, Jungs. Gut, dass die noch im gleichen Gebäude in unserem Umkreis sind, sonst wären wir echt verloren gewesen. Oh mein Gott, ich habe ein bisschen Angst. Das hier ist die CIA und kein kleiner Spielplatz, wo man einfach mal das gleiche gehörig aufräumen kann. Du willst, dass wir den Aufzug nehmen, ist das richtig? Es funktioniert. Ist eine Wache, okay, die muss jetzt Aiden ausschalten. Shit, eine Wache. Lass mich machen. Okay, Jungs. Kann ich helfen? Cole Freeman, ich habe Level 3 Autorisierung. Er gehört zu mir. Tut mir leid, Mr. Freeman. Sie verfügen leider nicht über den korrekten Autorisierungslevel. Machen Sie doch mal eine kleine Ausnahme. Ich gehe und zeige ihm... Geht nicht, Sir. Diese Zone ist Level 4 klassifiziert. Das erfordert die korrekte Zulassung. Schleust uns an ihm vorbei ein. Okay. Telefon bimmelt. Tisch 42, hallo. Hallo. Jetzt müssen wir die wieder darauf aufmerksam machen. Jetzt bin ich mal gespannt, ob es funktioniert hat. Ist sicher ein Fehler passiert. Seht ihr doch noch mal nach. Cole Freeman und Ryan Clayton. Stehen wir. Tatsächlich, Sie sind auf der Liste. Tut mir sehr leid. Geht sie durch. Ha, geschafft. Schnell ein. Führ uns zu Jody. Aber ein bisschen unlogisch, dass das Tränken in der Wache sagt. Naja, gut. Drücken wir mal ein Auge zu. Wir müssen jetzt nach und nach Hinweise hier streuen. Okay, wo ist Jody? Warte, muss mal ganz kurz. Okay. Weiter, hier weiter, hier weiter. Da war irgendwas. Weiter, 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 weiter. Hier lang. Bin
nähern uns unserer guten Kompanin. Unserer Jody. Okay, weiter. Wir schaffen es gleich, wir haben es gleich. Jody, wir kommen zur Hilfe. Weiter. Okay, die brauchen einen neuen Hinweis. Wo sind die Jungs? Jody ist hier? Jody! Sie ist raus. Nathan. Er deaktiviert das Eindämmungsfeld. Was? Was? Warum sollte er das? Er ist wahnsinnig. Er glaubt, das bringt seine Familie zurück. Wir müssen ihn aufhalten. Oh Gott. Jetzt geht's los. Er hat's getan! Oh mein Gott. Brauchst du Hilfe? Okay, los geht's. Wir müssen schnell. Oh Gott. Oh mein Gott. Der Tod ist hier. Schnell. Wir haben es gleich. In den Fahrstuhl. Okay, Jody, rein da. Wir haben vielleicht eine Chance, das Feld zu reaktivieren. Vielleicht ist es auch zu spät. Hoffentlich nicht. Gott. Die Hölle ist auf Erden, ist hier auf der Erde angekommen. Das Eindämmungsfeld wurde deaktiviert. Die ganzen Kreaturen verfleischen hier förmlich die Menschen und saugen diese aus. Hier liegen schon Leichen. Oh mein Gott, wir müssen ganz, ganz schnell da rein. Ganz, ganz schnell. Jody, los. Ja, jetzt du wieder, du spieliger Drecksack. Als erstes, du Schwein. Okay. So. Nicht jetzt. Wir müssen uns erstmal umsehen. Cole, du schaffst es. Oh, da ist der Fahrstuhl. Wir müssen nach unten. Die Zeit ist knapp. Das bedeutet gar nichts Gutes hier. Was hast du vor? Das ist ein mobiles Eindämmungsfeld. Das müsste lang genug ausreichen. Ich gehe zum Kondensator und aktiviere die Selbstzerstörung. Bestimmt die einzige Chance, die Kluft zu schließen. Keine große Chance, aber die beste, die wir haben. Komm, das ist Wahnsinn, Cole. Wir müssen raus hier. Lass das Militär bezahlen für den Mist. Jody, oh je. Cole hat recht. Anders geht's nicht. Ryan? Ich wollte schon immer helfen, Toadstar. Jetzt beginnt der Wahnsinn. Und das ist wirklich Wahnsinn. Okay, hier rein in den Fahrstuhl und ab nach unten. Tief durchatmen. Die Metasonne ist im Zentrum der Kuppel. Niemand war je da bis jetzt. Wir wissen also nicht, was uns erwartet. Wie lange haben wir nach Aktivierung der Selbstzerstörung? Das System funktioniert eigentlich per Fernsteuerung. Die Explosion erfolgt praktisch auf der Stelle. Wir kommen nicht zurück.
Oh Mann. Und da sind wir auch schon. Los geht's. Die Kreaturen sind wieder da. Die Zone ist auf der anderen Seite der Tür. Wir haben Gesellschaft. Sie haben uns nicht entdeckt. Wir müssen es schaffen. Scheiße. Ich hoffe, du hast recht. Sonst hat der Trip in die Infrawelt bestimmt ein ganz schnelles Ende. Okay, los geht's. Ey, man muss das Training der CIA ja sich gelohnt haben. Außer für die Tötung des Warlords, welcher ja eigentlich gar keiner war. Jody, du darfst nicht zu nah an sie rankommen. Wir warten, bis der... Jetzt! Los, Jody! Schnell! Schafft. Oh mein Gott. Oh. Okay, los. Wir packen das. Wir warten lieber ein bisschen. Oh Gott. Erledigt. Deckung. L1. Ah, komm. Er sucht uns. Geschafft. Und los. Schnell. Oh mein Gott. Nein. Und weg hier. Komm schnell. Cole, wir lassen dich nicht zurück. Oh mein Gott. Oh, geschafft. Gott sei Dank. Tut mir leid, Prinzessin. Oh nein. Du musst jetzt ohne mich weitergehen. Hier. Finde die Betasonne, Jody. Oder niemand kommt durch. Er hat recht. Komm, Jody. Schon haben wir unseren zweiten besten Freund verloren. Ich muss jetzt gerade mal sehen, was ich hier machen muss. Ach ja. Überhaupt. Oh je. Ach du Scheiße. Die Metasonne. Los, ziehen wir es durch. Das Kraftfeld sozusagen. Oh mein Gott. Okay, Jody, los geht's. Wir müssen dagegen ankämpfen und die Betasonne zum Scheitern bringen praktisch. Die Menschheit zu bewahren. Aber ich bin mal echt gespannt, wie das Finale ausgehen wird. Was passieren wird? Ich
alles Untote hier, praktisch, die jetzt von der Infrawelt in die reale Welt wollen. Sie kreisen uns ein! Ich weiß! Oh Gott. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Wir müssen aufpassen. Ich glaube, uns darf keiner von den Seelen erwischen, sonst sieht es ganz schlecht aus für uns hier. Jodie lässt sich darauf ein. Ryan! Was ist Ryan? Schritt für Schritt zur Infrawelt. Gleich haben wir es. Vorwurf. Schau doch hin! Das hast du getan! Du hast alles zerstört, weil du die Wahrheit nicht verkraften kannst! Ich vermisse sie! Ich vermisse sie so sehr! Huren. Möglicherweise können wir das alles noch stoppen. Ich weiß, das ist nicht, was du willst. Ich weiß, das ist auch nicht das, was Alan und Laura gewollt hätten. Waffe runter. Gut so. Oh nein. Oh nein. Ach, ich hab euch vermisst. Tatsächlich in den Kopf geschossen. Cole und Nathan sind tot. Die uns praktisch das ganze Leben lang hier begleitet haben. Wie sich daran erinnert, als Jodie noch klein war, waren die beiden schon in der Station da und haben dafür gesorgt, dass es der guten Dame gut geht. Und dann so ein brutales Ende. Bis auf Ryan ist kein Verbündeten mehr sozusagen für die gute Jodie. Oh nein. Oh! Das Vieh kennen wir doch! Oh Gott. Jetzt müssen wir aufpassen. Weg da! Over. Oh, der will es aber wissen. Ich denke mal, einen können wir hier nicht einsetzen. Ausgewichen. Und nochmal. Das packen wir, Freunde, das packen wir. Ah, nicht erwischt. Boah, der Ryan muss aufpassen, der steht... Nein, der steht viel zu nah dran. Komm, komm, zieh dich, du Mistsau. Okay, wenn der Ryan jetzt tatsächlich ausstirbt, dann bin ich echt...
Geh jetzt, bevor ich es mir anders überlege. Noch lebt er. Noch lebt Ryan. Vielleicht schaffen wir es ja, sein Leben wirklich zu retten. Okay, wir müssen jetzt mit aller Kraft nach vorne. Den Kondensator deaktivieren mit aller Kraft. Jody, gib dein Bestes. So. Oh nein. Ah, die Seelen versuchen uns zu greifen. Wir injizieren ihnen ein Neurotoxin. Dadurch bleiben sie in einem permanenten Koma. Oh Gott, das ist genau Scheiße. Dasselbe wie bei ihrer Mutter. Es geht nicht, Jody. Es ist zu spät. Nicht davon irritieren lassen. Ziel vor dem Auge haben. So, jetzt nochmal. Wir schaffen das. Oh. Ah, komm. So. Es wird immer größer. Wir nähern uns. Und wie man sieht, erleben wir gerade alle Phasen unseres Lebens nochmal. Das war der Pflegevater. Gib mir mein Kind so. Ganz ruhig, Nora. Ich will sie sehen. Meine Tochter. Meinen Jungen. Verdammt nochmal, was ist denn hier los? Der Zwilling. Er wurde leider von der Nabelschnur erdrosselt. Wir konnten nichts für ihn tun. Ich will meinen Sohn sehen. Also noch jemanden. Mein Zwilling.